Moin Leute, heute aus meinem neuen Studio teste ich für euch einen 12 Volt 100 Ampere-Stunden Lithium-Eisenphosphat-Akku, also ca. 1,2 Kilowattstunden Speicher und das für ungefähr 320 Euro. Das Teil ist bestellbar bei Alibaba über den Shop Shenzhen Basin und das ist natürlich ein unschlagbarer Preis für so ein Teil. Also für Wohnmobile und diverse andere Anwendungen halt mega interessant. Warum? Weil das Teil super langlebig ist und vor allem auch sehr, sehr sicher. Ja, also checken wir heute mal, was taugt das Teil, also technisch, und kann man den Jungs von und Mädels von Shenzhen Basin auch wirklich vertrauen? Ich meine, das ist auch immer eine Vertrauenssache, da etwas in China zu bestellen, vor allem für ein paar hundert Euro. Ich kann euch da relativ viel erzählen, da wir mittlerweile drei Erfahrungsberichte mit dem Shop haben, die will ich euch auch nicht vorenthalten. Also ich bitte euch an der Stelle auch, schaut euch das Video bitte komplett an. Und da ich leider auch nicht nur Gutes zu berichten habe, es gab auch einen problematischen Erfahrungsbericht und den möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ne? Zoll und Steuern und so weiter, da werde ich euch noch was zu erzählen. Also guckt euch auch bitte das an, damit ihr wisst, wie man das ordentlich regelt und damit ihr dann wirklich nicht irgendwelche Probleme kriegt. Ja? Okay, schauen wir uns erstmal das Casing an. Die Abmaße des Akkus zeige ich euch hier unten, also blende ich ein. Auf mich wirkt der relativ hoch im Vergleich jetzt zu anderen Akkus, bin mir aber jetzt unsicher. Hier sollte man auf jeden Fall schauen, ob der von der Größe einfach für den jeweiligen Einsatz geeignet ist oder nicht. Wäre halt ärgerlich, wenn er dann nicht da reinpasst, wo er rein soll. Ansonsten ist das Gehäuse für mich in Ordnung. Man muss natürlich immer den Preis im Auge behalten. Also es ist schon relativ typisch günstiges China-Gehäuse, aber für den Preis, wie gesagt, finde ich das völlig in Ordnung. Ich habe probiert, das Teil auch aufzumachen. Ich wollte gerne reingucken, weil hier sind ja vier dieser Lithium-Eisenphosphat-Blöcke drin. Das hat leider nicht geklappt, da das Teil komplett verklebt ist. Ja? Also vermutlich ist das Teil sogar halbwegs dicht. Ja? Also das kann ich jetzt nicht testen, ich weiß es nicht, aber es macht den Eindruck zumindest. Die Anschlüsse, die wir hier sehen, das sind M8-Anschlüsse, die sind auch relativ günstig gehalten. Also ist jetzt nicht alles mega hochwertig, aber für den Preis, wie gesagt, ist das alles völlig in Ordnung und man kann es verwenden. Wie gesagt, ein paar Abstriche muss man da immer machen. Also man kriegt jetzt hier nicht das haptisch Allergeilste, was es gibt, aber es ist echt nicht übel für den Preis, okay? Also das muss man halt immer dazu sagen. Temperaturempfindlichkeit. Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind immer schlecht auf tiefe Temperaturen zu sprechen. Laden darf man den Akku nämlich nur bis 0 Grad Celsius, dann kriegt man Probleme sonst. Auch schon ab 5 Grad sollte man den Ladestrom deutlich reduzieren. Es ist eigentlich so bei dem Teil, dass er sich normalerweise immer bei Zimmertemperaturen am wohlsten fühlt. Entladen geht bis minimal minus 20 Grad. Wobei ich das auch nicht empfehlen würde. Also da würde ich auch zusehen, dass man dann den Akku einfach in Ruhe lässt. Im Prinzip kann man zusammenfassen, wenn ihr euch wohl fühlt, fühlt sich der Akku auch wohl. Das ist ganz einfach. Bei manchen teureren Produkten, die man jetzt hier auch in Deutschland bekommt, sind tatsächlich Heizmatten in dem Akku verbaut, was dann durchaus nützlich sein kann, wenn ich das Teil dann zum Beispiel auch bei tieferen Temperaturen verwenden möchte. Das hat der Akku natürlich nicht, das kann man für den Preis auch überhaupt nicht erwarten. Trotzdem muss man auch sagen, dass diese Heizmatten, wenn die ja drin verbaut sind, natürlich auch Strom verbrauchen und das senkt dir natürlich letztlich die nutzbare Energie. Aber je nach Einsatz kann das mit den Heizmatten durchaus Sinn machen, hat aber natürlich auch Nachteile, wie man sich vorstellen kann. Okay, warum überhaupt Lithium-Eisenphosphat oder LiFePO4 oder LFP? Da sieht man, hat man immer alle möglichen Abkürzungen. Lithium-Eisenphosphat-Akkus sind sehr sichere Akkus, also direktes Brennen ist praktisch unmöglich. Dennoch muss man auch sagen, dass Lithium-Eisenphosphat-Akkus bei wirklich extrem unsachgemäßer Handhabung, also wenn jetzt wirklich die Teile quält bis zum geht nicht mehr, können die ausgasen und die Gase sind giftig und heiß. Ja? Also das heißt jetzt nicht, dass der Akku alles ab kann und es passiert nie was. Also auch so ein Teil muss man irgendwie gut behandeln. Also die Gerüchte, dass Lithium-Eisenphosphat 100% sicher sind, das ist, denke ich, etwas übertrieben. Die sind sehr sicher, keine Frage, aber dennoch muss man auch damit umsichtig umgehen. Bei normalem Gebrauch ist der Akku aber durch ein BMS geschützt, also vor Über- und Unterspannung und auch vor zu hohen Temperaturen. Und da drin ist ein BMS verbaut, ein ordentliches auch, das habe ich mir angeguckt. Ansonsten hat Lithium-Eisenphosphat den Riesenvorteil, dass es vom Spannungsbereich praktisch perfekt zu Bleiakkus passt. Also habt ihr vorher einen Bleiakku gehabt und möchtet den ersetzen, dann solltet ihr hier überhaupt keine Probleme bekommen. Ihr könnt den wirklich 1:1 damit ersetzen. Bei anderen Lithium-Akkutypen wie NMC, NCA und so weiter ist das etwas problematischer, da ich mit dem Spannungsbereich immer ein bisschen Kompromisse eingehen muss.
Der größte Vorteil ist in meinen Augen allerdings, die Teile halten ewig, ja, und wirklich, ich meine wirklich ewig. Die Zyklenfestigkeit liegt bei üblichen Lithium-Eisenphosphat-Akkus bei ca. 3000 Zyklen. Und das ist im Vergleich zu anderen Typen wie Blei oder auch älteren Lithium-Akkus teilweise um Vielfaches höher. Also wenn ihr das Teil sachgemäß in einem Wohnmobil einsetzt, habt ihr echt gute Chancen, dass das Teil das Wohnmobil tatsächlich überlebt. Also das dürfte sehr, sehr lange halten, da würde ich mir keine Sorgen machen. Und entgegen landläufiger Meinung sind Lithium-Eisenphosphat-Akkus sehr günstig im Vergleich zu anderen Lithium-Akkutypen. Ich zeige euch hier nochmal eine Grafik zu üblichen Industriepreisen aktueller Akkutypen. Also einfach nur, damit ihr dieses Gerücht halt auch mal das widerlegen könnt. Bluetooth. Ich war überrascht, denn in der Anzeige, also auf Alibaba steht davon gar nichts, aber das Teil hat tatsächlich Bluetooth, um den Zustand des Akkus auszulesen und auch die Temperatur zu prüfen. Die App lässt sich für Android oder auch für Apple downloaden, wobei die deutsche Version wirklich extrem mies bewertet ist und ich fand auch relativ schnell heraus, warum. Die Daten, die wir auslesen wollen, sind in der deutschen App praktisch nicht sichtbar und ich kann da auch nicht drankommen. Also ich kann scrollen, wie ich will, es passiert einfach nichts. Bei der chinesischen App geht das alles, die funktioniert, aber die ist natürlich leider auf Chinesisch. Das macht die Bedienung jetzt natürlich nicht einfacher. Ich zeige es euch aber auch noch mal ganz kurz. Trotzdem kann man auch bei der chinesischen App die Spannungen der vier Blöcke, die hier drin sind, auslesen, noch die Temperatur auslesen. Also das kann man jetzt schon irgendwie erkennen. Trotzdem natürlich irgendwie eher ein fragwürdiges Feature. Der Shop bewirbt es aber auch tatsächlich nicht, also zumindest als ich jetzt geguckt hatte. Also insoweit finde ich das jetzt in Ordnung. Wer will, kann es aber nutzen und kann auch die Akkus damit checken. Also zumindest Spannung und Temperatur sind absolut sichtbar. Das geht ganz gut. Okay, die Messung der Kapazität mache ich mit dem tollen Tester hier. Der Teststrom ist leider nur bei 6,5 Ampere, da das Gerät bei der Spannung bei 85 Watt abriegelt. Also das Teil kann jetzt leider nicht mehr. Das sollte aber trotzdem reichen, um zu checken, ob die Kapazität von dem Teil hier stimmt oder nicht. Also einfach nur, um die Größenordnung auch erstmal abschätzen zu können. Ansonsten finde ich das Gerät mega geil zum Akkutesten. Unten ist auch ein Link, wenn es euch interessiert, könnt ihr das da bestellen. Ihr schließt das Teil einfach am Computer an und könnt dann automatisiert laden und entladen. Ist ein bisschen frickelig, aber also für den Preis ziemlich cool, fand ich. Und dann wird die Kapazität gemessen und die Spannungskurve auch aufgezeichnet. Und die Spannungskurve ist total interessant, da diese einen nämlich verrät, ob es sich bei diesem Akku hier wirklich um Lithium-Eisenphosphat-Akku handelt oder nicht. Tatsächlich bekommt man auf AliExpress zum Beispiel auch gerne mal andere Zellchemien als Lithium-Eisenphosphat verkauft, obwohl es draufgeschrieben ist. Und das Ganze halt hauptsächlich, um irgendwelche alten Bestände loszuwerden. Das ist ein absolutes Unding. Wie sehen wir das Ganze jetzt? Ganz einfach, so ein Lithium-Eisenphosphat hat so eine extrem flache Spannungskurve. Ja? Das haben andere Lithium-Typen tatsächlich nicht. Damit kann man den eigentlich extrem gut unterscheiden und natürlich auch einen ganz anderen Spannungsbereich. Wobei ich auch andere Lithium-Typen in diesem Spannungsbereich von dem verwenden könnte, dann sind die aber schon ziemlich am Ende. Hier ist jetzt die Spannungskurve von dem Teil, also die Messung, die ich gemacht habe. Und ihr seht, das ist wunderbar, das ist genau diese flache Spannungskurve, so wie wir die haben wollen. So soll das halt auch aussehen. Also hierbei handelt es sich definitiv um Lithium-Eisenphosphat-Akku. Wie gesagt, habe ich jetzt, da ich mit dem Shop schon selber Erfahrungen hatte, jetzt eigentlich auch nicht anders erwartet. Die Kapazität ist für mich auch völlig in Ordnung und liegt sogar ein bisschen über den genannten 100 Amperestunden. Wobei, wie gesagt, der Teststrom, den ich hier verwendet habe, viel zu gering ist für zum Testen. Eigentlich hätte man mindestens 10 Ampere nehmen müssen, aber mehr ging halt leider mit meinem Tester nicht. Bei höheren Strömen würde die Kapazität also ein bisschen niedriger ausfallen. Trotzdem denke ich, das passt schon alles. Ne? Also das ist alles in Ordnung, da wird jetzt nicht groß geschummelt. Die Größenordnung geht in Ordnung. Und wie gesagt, der Tester hat natürlich auch noch irgendwie einen gewissen Fehler, also so hundertprozentig vertraue ich dem Ding halt nicht. Okay, schauen wir uns auch noch den Spannungsverlust von dem Ding an und das ist extrem wichtig, denn so ein Spannungsverlust kommt oft durch unsauber geschnittene Separatoren in den Zellen zustande oder durch Schäden des Separators und beides ist katastrophal, da sich dann innere Kurzschlüsse bilden können und die sind halt sehr gefährlich natürlich, das kann man sich vorstellen. Bei Lithium-Eisenphosphat ist dieser Verlust, also dieser Spannungsverlust über zum Beispiel 30 Tage wahnsinnig schwer zu messen, da sich die Spannungskurve ja wie gesagt über dem Entladen praktisch kaum verändert. Und daher kann man eigentlich jetzt nur mit dem Spannungsverlust etwas stärkere Beschädigungen finden.
Typische Herstellerangaben, wie man das testet, ist so, man lädt den auf 50% hoch, lässt den dann 30 Tage stehen und dann messen wir halt, wie stark die Spannung gefallen ist. Am besten macht man auch Zwischenmesswerte. Und bei Lithium-Eisenphosphat sollte die so in den ersten Tagen irgendwie so, was weiß ich, um 0,2% fallen, also wirklich ganz wenig, nur so ein bisschen, aber das sollte sich alles innerhalb der ersten paar Tage abspielen und danach sollte die absolut flach bleiben und da sollte nichts mehr passieren. Natürlich immer beachten, falls ich ein BMS drin habe, habe ich natürlich einen kleinen Verbraucher, das kann die Spannungskurve etwas verfälschen. Aber wenn die Kurve dann, wie gesagt, sehr flach ist, dann ist im Prinzip alles in Ordnung oder zumindest ist es ein Hinweis darauf, dass der Akku soweit in Ordnung ist und dass jetzt erstmal kein Verdacht besteht, da irgendwie Sorgen haben zu müssen. Also schauen wir uns das auch an. Hier ist die Messung und ihr seht auch hier, genauso soll es sein. Am Anfang fällt es ein bisschen runter bei ungefähr 0,2%. Und danach bleibt es praktisch komplett konstant über einen langen Zeitraum. Also auch hier alles in Ordnung. Und denke ich, man kann der Sache hier schon vertrauen. Okay, unsere Erfahrung mit dem Händler Shenzhen Basin. Also wir haben mittlerweile 3 Erfahrungsberichte von diesem Händler und 2 davon sind quasi ich und noch ein Kollege, der Dirk. Ich zeige euch hier oben noch ein Video von seiner Anlage, lohnt sich auf jeden Fall, sehr spannend. Und wir haben für unsere PV-Anlagen bei dem Shenzhen Basin jeweils 16 Lithium-Eisenphosphat-Akkus bestellt und waren beide auch mehr als glücklich damit. Also es wurde alles einzeln abgewickelt, die Zellen waren auf jeden Fall in einem super Zustand und zudem haben die sich um Zoll und so weiter, Steuern, alles gekümmert. Also es war wirklich Lieferung dann bis an die Haustür, das war schon ziemlich geil. Aber ein User bei uns im Forum hat leider auch etwas nervige Erfahrungen mit denen gemacht und diese mit uns geteilt und deswegen gebe ich die an euch weiter. Also Folgendes ist passiert. Er bekam eine Lieferung von 16 Lithium-Eisenphosphat-Zellen und war halt auch mega zufrieden damit. Dann bestellte er nochmal 16 Lithium-Eisenphosphat-Blöcke und jeder Block kostet so irgendwas um die 100 bis 200 Euro. Die genaue Zahl weiß ich jetzt gerade nicht. Bei der zweiten Lieferung war es dann so, dass eine defekt war und 3 waren auffällig, sodass er sich halt nicht getraut hat, diese zu verwenden. Also 4 Stück waren für ihn praktisch nicht nutzbar. Daraufhin hat er sich dann bei denen gemeldet, also bei Shenzhen Basin, und sich beschwert, da die ja immerhin 3 Jahre Garantie anbieten. Die haben ihm dann gesagt, alles klar, wir nehmen die Akkus zurück und wir schicken dir erstmal ein Rücksendelabel zu, also lass uns die bitte zurückkommen, wir wollen die vorher prüfen. Ist ja auch legitim und in Ordnung. Das Ganze hat dann mehrere Wochen gedauert und er fragte zwischendurch halt immer wieder nach, wo bleibt denn das Rücksendelabel? Und es wurde halt immer so auf nächste Woche geschoben und gesagt, dass das alles sehr kompliziert ist mit Alibaba und dass das halt etwas dauert. Die haben aber zumindest immer geantwortet, also sie waren erreichbar. Dann meldet er sich bei uns im Forum irgendwann und erzählt uns seine Geschichte, die ich persönlich halt auch sehr interessant fand, da meine Akkus ja auch von Shenzhen Basin kommen. Und ich habe ihn dann auch erstmal gelöchert, ob er auch alles technisch und so weiter gut gemacht hat, also dass da kein Eigenverschulden irgendwie stattgefunden hat und ob er denen auch genügend Zeit gelassen hat und so weiter. Und ich kann natürlich jetzt auch nicht hundertprozentig ausschließen, ob er nicht irgendwas falsch gemacht hat. Ich war natürlich nicht dabei, also das weiß ich nicht. Aber mich hat er letztlich überzeugt und ich fand persönlich, er sollte schon eine Rückerstattung bekommen. Zumindest für die defekten Zellen. Die anderen waren ja scheinbar in Ordnung. Da das nicht stattgefunden hat oder so wahnsinnig lange gedauert hat, habe ich ihn dann angeboten, dass ich Shenzhen Basin mal im Namen des Kanals anschreibe und die halt wirklich direkt bitte, die Sache zu bereinigen. Da ich es echt schade finden würde, nach den bisherig guten Erfahrungen sowas zu hören irgendwie. Die haben sich dann relativ schnell gemeldet und haben auch angeboten, ihm dann das Geld direkt zu erstatten. Und letzten Endes hat er jetzt auch sein Geld zurückbekommen, also ist am Ende alles gut gegangen. Ich weiß natürlich jetzt nicht, was passiert wäre, hätte ich mich nicht eingeschaltet, aber letzten Endes hat es jetzt so funktioniert. Also da bin ich ganz froh, dass wir hier auch irgendwie helfen konnten einfach. Bei Will Pros im Forum, ich blende euch unten den Link ein, gibt es auch noch mehr Erfahrungen dazu. Also das ist ein Händler, glaube ich, bei dem relativ häufig und auch viel bestellt wird. Ich kann euch da auch nur empfehlen, schaut da ruhig mal rein und erkundigt euch vorher bitte, erstellt einen Thread und fragt mal, sind die glaubwürdig, kann man das machen? Wie gesagt, ich kann euch das jetzt alles nicht hundertprozentig sagen. Bei mir hat es gut geklappt. Das heißt aber nicht, dass das immer so ist. Also und deswegen auch der Aufruf, falls ihr irgendwie Erfahrungen mit dem Shop habt, ja, dann schickt mir die, ja. Schickt die per E-Mail oder schreibt einen Kommentar unten. Ich sammle das und gebe das 1:1 weiter. Das ist halt für uns alle mega wichtig. Seht mich jetzt hier so als Erfahrungssammelstelle und ich werde euch das alles erzählen, was ich weiß, damit wir halt wissen, welche Händler sind denn jetzt irgendwie vertrauenswürdig und welche halt nicht.
So, jetzt noch eine wichtige Frage, und zwar, warum sind eigentlich die Zellen bei Shenzhen Basin günstiger als beim Hersteller selbst? Das macht ja jetzt erstmal nicht den besten Eindruck. Weil Händler wie Shenzhen Basin verkaufen letztlich auch nur Lithium-Eisenphosphat-Zellen von Herstellern wie zum Beispiel Eve Energy oder Kettle. Interessanterweise sind die bei Basin dann wirklich günstiger als bei Eve selbst. Und wie kommt das zustande, habe ich mich gefragt. Und um das rauszukriegen, habe ich mich mit einem Mitarbeiter des chinesischen Herstellers Eve Energy unterhalten. Und er gab mir auch ein paar Auskünfte. Der Grund ist tatsächlich sehr, sehr einfach. Er meinte, es werden einfach viele Grade B-Zellen verkauft. Jetzt natürlich die große Frage, was heißt Grade B? Sind die jetzt irgendwie schlechter? Und er hat dann gesagt, die Zellen werden beim Hersteller nach der Produktion getestet und in sogenannte Grades unterteilt. Ja, also die produzieren die und testen die dann halt. Und in der Regel ist es halt so, dass in Grade A bis Grade C eingeteilt werden. Und Grade A sind dann praktisch die besten Zellen, kategorisiert nach gleichen Abmaßen, gleicher Kapazität und geringer Selbstentladung. Und Grade B kommt dann praktisch zustande, wenn leichte Unterschiede in den Abmaßen oder in der Kapazität und so weiter gefunden worden sind. Grundsätzlich sollten aber keine Leistungseinbußen da sein. Also die Zellen sollten technisch eigentlich in Ordnung sein. Es geht da mehr um Konsistenz in den Werten. Also zum Beispiel könnt ihr euch vorstellen, wenn da irgendwie in den Abmaßen was nicht stimmt, habe ich vielleicht bei einem engen Bauraum Probleme dann in einem E-Auto oder sowas. Dafür wird das wichtig sein. Weiterhin werden Grade-A-Zellen, die mehr als 3 bis 6 Monate gelagert wurden, ebenfalls als Grade-B kategorisiert. Und Grade-C sind dann die Batterien, die für weitere 8 Monate gelagert worden sind und dann halt nicht verkauft worden in der Zeit. Durch die lange Lagerung können aber natürlich Schäden auftreten und das weiß man dann tatsächlich nicht. Also Grade C könnte tatsächlich problematisch sein. Okay, wie sieht's aus mit Zoll, Steuern und Versand? Ja, grundsätzlich bei Alibaba, wenn ihr bestellt, dann achtet darauf, dass dort DDP steht. Ja, also Deliveries and Duty Paid heißt es, glaube ich, nicht DAP. Ja, bei DDP wird der Zoll und so weiter vom Verkäufer abgewickelt. Dann habt ihr keinen Stress damit und könnt im Notfall auch darauf bestehen. Falls das nicht dort steht, ja, dann macht das nicht über diese automatische Plattform bei Alibaba, sondern fragt dort im Chat an und bittet um ein Angebot mit DDP. Ja? Die machen das in der Regel, aber ihr müsst unbedingt darauf bestehen und es muss auch schriftlich dort stehen. Also das kann ich euch wirklich nur dringend ans Herz legen, darauf zu achten. Natürlich noch die Frage, wie glaubwürdig bin ich? Kriege ich irgendwie Geld dafür? Kurze Antwort, nein, kriege ich nicht. Ich lehne sowas grundsätzlich ab. Da ich halt unabhängig bleiben will, ich kriege keine Provision dafür, ich kriege kein Geld, das habe ich alles abgelehnt, auch wenn die mir das anbieten. Also sowas werdet ihr bei mir grundsätzlich nicht finden, ich mache das an sich nicht sehr gerne. Auch der Link unten zu dem Akku ist kein Affiliate-Link oder sonst was, also ich bekomme absolut nichts dafür, keine Provision, kein gar nichts. Das Einzige, was sie mir jetzt angeboten haben, ist zu sagen, jetzt hast du das Ding getestet, du kannst es da behalten, weil der Rücktransport total nervig ist und wir brauchen das Teil eh nicht mehr, so nach dem Motto. Ich brauche den eigentlich nicht, aber mein Schwiegervater kann das Teil dann für sein Wohnmobil haben. Ich werde es ihm wahrscheinlich einfach schenken. Der hat noch einen alten Bleiakku drin und der geht ihm ziemlich auf die Nerven, also wegen Selbstentladung und allem Kram. Der wird sich, denke ich, dann schon darüber freuen. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und vergesst nicht, Abo und Like dazulassen, wenn es euch gefallen hat. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.